Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Heute mal wieder ein kleines Video für euch und zwar geht es heute um die Season 5 Map Leaks. Falls euch das Video gefällt und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, lasst mir jetzt schon mal Like in der Postenwertung und ein Abo da, Leute. Und ja, vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wie ihr wisst, hat sich die Map in den letzten Tagen, auch in der letzten Woche, relativ viel verändert. Es sind Portale entstanden und es sind Objekte hinzugefügt worden. Und es sind relativ viele Gerüchte über die Season 5 Map entstanden. Deshalb machen wir heute mal ein Video über die neuesten Season 5 Map Leaks, Leute. Und alles, was sich um dieses Thema handelt. Und ja, wie schon gesagt, sind in der letzten Zeit ja relativ viele Dinge passiert. Und es sind auch relativ viele Portale entstanden. Aber es gibt nicht normale Portale, die entstehen und dort sind, wo sie sind. Sondern es gibt Portale, und zwar zwei Portale, die etwas ungewöhnlich hier rüberkommen. Bei diesen zwei Portalen ist nämlich etwas gespawnt. Und zwar geht es bei diesem ersten Portal um das Portal, was in der Mitte von Greasy Grove und Snobby sich auf dem Berg befindet. Dort ist nämlich ein Wikinger-Anker gespawnt, was relativ ungewöhnlich ist. Das zweite Portal, was auch ein bisschen ungewöhnlich rübergekommen ist, ist das in Moosmeyer. Da ist nämlich vor zwei Tagen ein Setzimmer Wagon aufgetaucht, was auch relativ ungewöhnlich rüberkommt. Dazu wurden nicht nur diese zwei Objekte in den vorhin Dateien gefunden, die jetzt gespawnt sind auf der Map, sondern es gibt auch noch das Sandskelett, was in den letzten Tagen noch in den vorhin Dateien gefunden wurde und wahrscheinlich in den nächsten Tagen auf der Map erscheinen wird. Einige von euch kennen ja die Bali zocken und zwar haben die vor einigen Stunden ein Bild hochgeladen, in dem sie die Formen zeigen, wo in verschiedenen Regionen der Boden zu Sand gewechselt ist. Dieses Bild wurde auf jeden Fall zu den ganzen Gerüchten und Leaks gemacht und die Map schaut auf jeden Fall sehr realistisch aus und könnte auch so zu Season 5 kommen. Dazu wurde nicht nur dieses Bild von Ballis Zocken veröffentlicht, und zwar wurde noch ein anderes Bild von einem User veröffentlicht, das einen Sandboden zeigt. Und zwar war das diese Region zwischen Wittebo und diesem kleinen Dorf neben Wittebo. Und auf diesem Bild sieht man halt, dass dort einfach der Boden zu Sand gewechselt ist. Anscheinend hat Epic Games diese Sandregion unabsichtlich hinzugefügt. Und so schnell wie sie drin war, wurde sie auch aus dem Spiel entfernt. Das war auf jeden Fall die Sachen, die in den letzten Tagen passiert ist, Leute. Und sonst würde ich mal sagen, kommen wir mal zu diesen Leaks, die ein Reddit-User auf Reddit gepostet hat. Und ich würde mal sagen, wir beginnen gleich. Und zwar handelt es sich hier um die Städte, die sich in Season 5 verändern werden. Und es ist wirklich sehr interessant zu lesen, was sich in Season 5 alles ändern wird. Und zwar geht es hier um 5 Orte, die der Reddit-User hier beschrieben hat, die sich ändern werden. 5 Orte sind auf jeden Fall viel geändert oder entfernt werden, aber was soll man machen? Und ja, ich würde mal sagen, dann beginnen wir gleich mit dem ersten Ort, und zwar handelt es sich bei diesem Ort um Lonely Lodge. Nach der Aussage des Reddit-Users soll Lonely Lodge langsam verschwinden, bis nur noch Bäume und der Turm stehen. Dazu werden mehr Dinosaurier-Fußabdrücke um Lonely Lodge, aber auch in Lonely Lodge verstreut werden. Nach einer Zeit wird auch dieser Ort dann in Jurassic Jungle umbenannt und diesmal Lonely Lodge heißt. Vom Turm werden dann Lianen hängen und dieser Turm wird sich eher an dieses Jurassic Jungle-Thema anpassen. Zudem wird es dann eine große Höhle geben, in dem Dinosaurier-Eier liegen. Zudem soll es dann auch eine kleine Höhle hinter dem Wasserfall in Lonely Lodge geben, wo dann nochmal Dinosaurier-Eier aufzufinden sind. Zudem wird es auch in Jurassic Jungle Dinosaurier geben. Ob die sich bewegen, ob die eine Ambition haben oder ob die nur Dekoration sind, ist dabei noch unbekannt. Das war es auf jeden Fall mit dem ersten Ort, der sich grundlegend ändern wird. Und dann kommen wir gleich mal zum zweiten Ort. Und zwar handelt es sich hier um das Motel. Nach der Aussage des Reddit-Users wird das Motel größtenteils verschwinden und es wird eine Wild West-Location entstehen. Zudem wird das jetzige Motel zu einem Salon, in dem es auch dann ein Gefängnis geben wird, was ungefähr die Ausmaße von dem derzeitigen Motel hat. Um den Salon herum wird es dann Wagen, tote Tiere und sowie Pferde und aber auch einen Zug geben, der auf Zugschienen steht. Und ja, Leute, nicht nur das Motel wird sich ändern, sondern auch das Fußballfeld, was auch fast nebenan liegt, Leute. Und zwar wird das Fußballfeld zu den Pyramiden von Giza. Auf diesen Pyramiden wird auch eine Löwenstatue zu sehen sein und zwar ist die auch als bekannt als Sphinx. Um diese Pyramide wird auch so ein kleines Sandgebiet sein und nach Aussage des Reddit-Users wird es auch große Sanddünen geben, die eben um die Pyramiden auffindbar sind. Auf jeden Fall sehr spannend, was dieser Reddit-User alles schreibt und um welche Orte sich alle verändern. Kommen wir gleich mal zum vierten Ort und zwar geht es hier um Moosmeyer, also unser ach so geliebter Ort, Leute. Dieser wird sich zu Pirates Point verwandeln. Dort soll es dann ein großes Piratenschiff geben, was dann dekoriert mit Kanonengold und Totenköpfen ist. Und zudem wird es auch in der Nähe von diesem Schiff eine Höhle geben, wo man auch looten kann. Der letzte Ort, der sich ändern wird, ist Lucky Landing. Viele freuen sich ja darüber, dass Lucky Landing entfernt wird, da Lucky Landing nicht wirklich der beliebteste Ort in Fortnite ist. Jedoch war ja auch nicht geplant, dass Lucky Landing permanent in Fortnite drin bleiben wird, da es ein saisongebundener Ort ist, der eben zum chinesischen Neujahr hinzugefügt wurde und deshalb eben nicht permanent hätte auf der Map bleiben können. Statt Lucky Landing wird es dann eine Burg geben, die von riesigen Mauern umgeben ist. In dieser Burg wird es unzählige Sachen geben, wie eine Waffenkammer mit Schwertern und einen Stall für Pferde.
Jedoch werden nicht nur Orte geändert oder neu hinzugefügt, sondern es werden auch mit Season 5 Tiere in das Fortnite Battle Royale Universum hinzugefügt. Nach der Aussage des Reddit-Users werden diese jedoch nur Dekoration sein und anscheinend nicht zerstörbar sein. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt über das Thema, lasst auf jeden Fall jetzt schon ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu diesem ganzen Leaks und zu diesen ganzen Veränderungen, die es in Season 5 geben wird, in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Sonst wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und ja, haut rein. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.